bin der Bürgermeister von der Gemeinde Anger und das seit 16 Jahren. Und wir haben heuer eigentlich vor, dass wir ja, einen Weltrekord machen wollen, in Spielzeugauto aufstellen rund um unseren Dorfplatz. Unser Dorfplatz ist ja weithin bekannt. Schon der König Ludwig I. hat uns als schönstes Dorf in seinem Königreich bezeichnet, weil halt wir den schönen Anger in der Mitte erinnern mit der Marienseite und auf der anderen Seite die Kirche. Ja, wir sind mal zu dieser Idee gekommen, die Spielzeugschlange aufzubauen bei uns in der Gemeinde. Letztes Jahr ist die Hochschule von Tourismus zu uns gekommen und hat eine Fallstudie gemacht, wie das in Anger mit dem Tourismus weitergehen kann. Und der andere war die Aufgabe, weil ja momentan vom Hans-Peter Porsche ein Spielzeugmuseum gebaut wird in unserem Ort, also in unserem zweiten Ort, das ist Aufwärm. Und das soll 2014 eröffnet werden. Und da soll man ein bisschen schon hinweisen auf die Eröffnung von Spielzeugmuseum. Und da haben die Studenten der Hochschule eben das gemeint, das war eine gute Sache, wenn man versucht, den Rekord, also von 3.201 Auto, was momentan steht, als Spielzeugschlange, dass wir den überbieten. Und das wollen wir heute versuchen. Ich kann eine freudige Mitteilung machen. Wir haben beide Rekorde bei Weitem geknackt. Man kann sagen, die mit der Anzahl der Autos, das ist ja das Wichtigste, glaube ich, von diesen Rekorden quasi fast verdreifacht. Und zwar auf 9.007 Autos.